Ja, servus Leute. Bei mir auf dem YouTube-Kanal beschweren sich immer mal wieder Zuschauer, wenn der Ton nicht ganz so ideal ist. Und da mir die Wünsche der Zuschauer ganz besonders wichtig sind, habe ich jetzt in Beleuchtung investiert. Und zwar handelt es sich hier um dieses Beauty-LED-Licht. Mir ist natürlich auch klar, die Ausleuchtung wird mich auch nicht hübscher machen. Da kann das beste Licht nichts dran ändern. Aber ich möchte mir dennoch jetzt mal anschauen, ob dieser LED-Ring tatsächlich die Ausleuchtung in meinen Videos verbessern kann. Aber jetzt gucken wir erstmal, was in diesem Karton alles enthalten ist. Dann schauen wir jetzt mal, was so in der Verpackung alles drin ist. Was alles denn da geliefert hat. Ja, und da haben wir auch schon das Licht. Ich drehe das mal so, dass man es auch sehen kann. Haben wir da denn Schönes? Also, hier haben wir dann schon mal augenscheinlich das LED-Licht mit einem Spiegel irgendwie, wofür auch immer der gut sein mag. Dann hier das eigentliche Licht mit einer entsprechenden Steuerung. Man kann also scheinbar die Helligkeit auch entsprechend regeln. Ich hoffe, man sieht das auf dem Video. Dann eine Transporttasche augenscheinlich. Hier eine Halterung noch für Handy, das finde ich auf jeden Fall sehr praktisch, kann ich auch sehr gut gebrauchen, gefällt mir. Auch wieder so eine Bluetooth-Fernsteuerung fürs Handy, um das auszulösen, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dann hier noch so eine Befestigungseinrichtung, wo man dann wahrscheinlich auch verschiedene Einstellungen wählen kann, muss ich mich mal mit beschäftigen. Ist auf jeden Fall kugelgelagert, das heißt, also, da kann man dann verschiedene Winkel entweder fürs Handy oder für das Licht einstellen. Dann haben wir hier diese Leiste, auf der man das Licht unter eine Kamera oder ein Handy entsprechend auf dem Stativ befestigen kann. Und noch eine zweite Halterung, um in einem Winkel entsprechend ein Gerät befestigen zu können. Und hier dann noch das Stativ. Ich werde das gerade mal öffnen und mal gucken, wie das so aussieht. Okay. Recht breiter Fuß unten. Tja, das ist ja jetzt ein bisschen erstaunlich. Aber das ist wohl so tatsächlich gewollt mit dem breiten Fuß. Gucken wir nochmal, ob sich das noch nach oben ziehen lässt. Ja, also ich denke, man sieht das hier im Video. Lässt sich also auch recht weit nach oben verstellen. Sollte hoffentlich für mich ausreichen. Das werde ich dann jetzt gleich mal probieren, ob ich das hinter meinem Bildschirm entsprechend positionieren kann. Ich habe das Ganze dann also mal hier hinter meinem Bildschirm aufgestellt. Ihr seht also, der Fuß reicht locker für mich aus. Ich habe hier diese Schiene etwas missbraucht, um ein bisschen dichter an den Bildschirm ranzukommen. Ich kann ja auch gerade schon mal das Licht anmachen. Sieht man hier auch ein bisschen besser. So sieht es dann also jetzt an meinem praktisch Arbeitsplatz zum Filmen aus. Das ist übrigens die Lampe, die ich bisher in Verwendung hatte, um mich so ein bisschen auszuleuchten. Also ihr seht schon, das war eher improvisiert. Hier, wie gesagt, ist der Knopf zum Anschalten und hier dann, um entsprechend das Licht heller und dunkler zu machen. Und hier kann man auch noch auf Model stellen. Das heißt also, da wird das Licht dann kühler und so ist das Licht wärmer. So sieht das Licht aus, wenn es kälter ist. Und so sieht das Licht dann aus, wenn es wärmer ist. Und jetzt probieren wir nochmal aus, wie sich diese Beleuchtung auf die Bildqualität auswirkt. Ich habe die automatische Beleuchtungskorrektur der Webcam ausgeschaltet, damit es da kein verfälschtes Bild gibt. Und jetzt haben wir also, wie gesagt, das Licht von meiner improvisierten Beleuchtung. Und ich schalte jetzt mal das neue Licht, das LED-Licht zu. Also wir sehen schon, so ist es deutlich zu hell. Ich regle jetzt mal runter. Mal sehen, ob wir ohne Beleuchtungskorrektur ein schönes Licht hinbekommen. Immer noch zu hell, würde ich sagen. Das wäre jetzt also die Beleuchtung von dem Leuchtring entsprechend. Ich mache jetzt auch nochmal die andere Lampe aus. Okay, jetzt sind wir ein bisschen dunkel. Jetzt erhöhe ich mal die Beleuchtungsstärke wieder ein bisschen. Nochmal eine Stufe höher. Und das ist jetzt praktisch das Licht, was von diesem Lichtring, von dem LED-Ring kommt.
weiß nicht, wie ihr das seht, ob das eine Verbesserung darstellt oder nicht. Ich werde jetzt im direkten Vergleich nochmal das Bild einblenden, wenn die improvisierte Beleuchtung leuchtet. Das wäre jetzt also wieder das Licht mit der improvisierten Beleuchtung. Und jetzt werde ich zum Vergleich nochmal den Lichtring anschalten und dann auch nochmal auf diese kalte Lichteinstellung gehen. Gut, jetzt habe ich nochmal den Leuchtring eingeschaltet und das Licht nochmal um eine Stufe runtergestellt. Ich denke, so ist die Beleuchtung tatsächlich am besten. Und jetzt schalte ich nochmal um auf dieses kalte Licht, damit ihr da auch nochmal den Vergleich seht. So sieht es dann also aus, wenn man das kalte Lichtspektrum gewählt hat. Ich schalte nochmal um, damit ihr nochmal den Vergleich seht. Ich denke tatsächlich, dass das die beste Beleuchtungsform ist. Aber ich überlasse euch selbst das Urteil. Ihr seht ja selbst im Video, wie sich die unterschiedliche Beleuchtung auswirkt, ob das nur eine Verbesserung ist oder nicht. Ich werde auf jeden Fall diesen LED-Ring in Zukunft bei der Aufnahme meiner Videos und auch bei meinen Livestreams entsprechend einsetzen. Den LED-Ring werde ich natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung verlinken. Falls ihr euch den auch anschaffen wollt, findet ihr dort also direkt die Quelle. Ansonsten soll es das für das heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und im besten Fall vielleicht sogar ein Abo.